Umfeld vom Film, der Glanz- und Gloria-Welt, zu der eher elendiglichen, wirklichen Welt. Und das im Zusammenhang mit dem berühmten Publizist und Wissenschaftler Heumar von Dietfurt. Er hat ein Buch herausgegeben, das schon lange immer auf der Bestsellerliste gestanden ist. «So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen». Ein Buch, das immer wieder auch ist auftaucht bei uns in der Schweiz. Und heute Abend haben wir den Schriftsteller, der Macher von diesem Buch bei uns. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Sie beschreiben das Elend, wenn ich dem so sagen darf, unserer Welt, indem Sie sagen, unsere Welt wird in Bälde zugrunde gehen. Das Buch ist sehr voluminös, es hat sehr viele Fakten, die das belegen auch, weshalb das so passieren wird. Wollen Sie damit eigentlich Angst machen? Ja, ich will Angst machen in dem Sinne, als ich glaube, dass man sich gegen eine Gefahr nur verteidigen kann, wenn man sie erkannt hat. Und ich glaube, dass die Tendenzen, die augenblicklich die Existenz unserer Zivilisation, unserer menschlichen Gesellschaft bedrohen, dass die von niemandem wirklich ernst genommen werden. Wir machen uns Sorge über die Inflationsrate. Wir machen uns Sorgen wegen unserer Altersversorgung. Und aus vielen, vielen anderen Gründen, mit Recht und verständlicherweise. Aber wir machen uns erstaunlich wenig Sorgen über die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit sich in absehbarer Zeit in einem atomaren Holocaust, wie man das genannt hat, den Ausdruck möchte ich jetzt nicht weiter reden, selbst ausrotten wird, oder die noch größere Wahrscheinlichkeit, dass wir von dem Zusammenbruch der Biosphäre, unserer natürlichen Lebensgrundlagen, der schon eingesetzt hat, mit betroffen werden. Angst hat ja nur dann einen Sinn, finde ich, wenn man dank der Angst etwas unternehmen kann. Wenn man beflügelt wird von der Angst. Nun habe ich bei Ihrem Buch das Gefühl, Sie geben mir ja eigentlich keine Hoffnung, dass dieser Untergang abzuwenden sei. Stimmt das, oder habe ich das falsch? Ja, das stimmt in gewisser Hinsicht. Ich will Ihnen sagen, ich habe sozusagen meine Philippika, meinen Zornausbruch über die seltsame Lethargie unserer Gesellschaft, angesichts der Gefahren, die ja nicht wie ein Schicksal vom Himmel fallen, sondern die Konsequenzen unseres eigenen Fehlverhaltens sind. Diese Dickfälligkeit, diese Lethargie, die uns auf dem bisherigen Kurs weiter trotten lässt, wie Lemminge auf einen Abgrund zu. Um diese Dickhäutigkeit einmal zu durchstoßen, habe ich die Gefahren, die uns bedrohen, sehr detailliert und sehr konkret so zu beschreiben versucht, dass kein Ausweg mehr bleibt für billige Ausflüchte und Verdrängungen. Sie haben im Titel das Apfelbäumchen erwähnt. Das Apfelbäumchen, ein Zitat, das Sie bei Luther auch geholt haben. Es wurde haben. Ihm zugeschrieben, ja, es ist umstritten, ob es von ihm auch tatsächlich von ihm sei. Aber Baum heißt für mich Hoffnung. Haben Sie denn eine Gegenvision? Ist das Apfelbäumchen Ihre Hoffnung, dass dieser Untergang doch dann noch letztendlich abgewehrt werden kann, wenn man aus der Lethargie erwacht? Wenn man es aus der lutherischen Theologie ableitet, ist ja sehr viel mehr. Wenn man es aus der lutherischen Theologie ableitet, dann bedeutet das Symbol des Apfelbäumchens, dass man als gläubiger Mensch, wenn man ein gläubiger Mensch ist, nicht einmal dann Grund hat zu einer bodenlosen Angst, wenn man gewiss sein muss, dass die Welt untergeht. Ist denn Ihre Hoffnung die Religion, also das danach, nach dem Untergang? Meine persönliche Hoffnung, meinen Sie jetzt? Ich glaube, das ist eine paradoxe Situation. Ich schreibe in dem Buch, die Auswege, die Notausgänge aus der Gefahr stehen so weit offen wie die Scheunentore. Nur es ist offenbar so, dass wir nicht bereit sind, gehindert von Vorurteilen, Tabus, von Blindheit, von Selbstüberschätzung, von Verdrängungstendenzen, von diesen Auswegen Gebrauch zu machen. Deswegen sind wir wahrscheinlich verloren in einer Situation, in der wir es selbst in der Hand hätten, die Katastrophe aufzuhalten. Jetzt schildern Sie ja aber in Ihrem Buch außer diesem Prinzip der, wenn ich das so sagen darf, religiösen Hoffnung keine andere Möglichkeiten, Maßnahmen, die der Einzelne ergreifen könnte, um eben das Schicksal abzuwenden. Ist das ist nicht ganz richtig. Das ist nicht ganz richtig. Ich konzentriere mich nicht auf den Einzelnen, sondern ich gebe an, wo alternative Möglichkeiten sein könnten. Wir müssten das explosive Wachstum der Weltbevölkerung. Wir haben diese
diesen Globus überbesetzt wie Parasiten. Wir bilden uns ein, die Erde könnte weiterleben und wir könnten weiterleben, wenn wir die Erde total als Monokultur überziehen. Das geht nicht. Und wir bilden uns ein, dass man die Gefahr einer atomaren kriegerischen Auseinandersetzung, des atomaren Selbstmordes der Menschheit am besten dadurch verhindert, dass man sie so perfekt wie möglich vorbereitet. Das sind so abenteuerliche Vorstellungen. Wir brauchten damit nur aufzuhören. Ja, nun, diese Informationen sind in dem Sinne ja nicht neu. Also ja. Wir kennen sie seit Jahren. Sie sagen, man nimmt sie nicht zur Kenntnis. Jetzt frage ich Sie, für wen haben Sie denn Ihr Buch geschrieben? Für meine Mitmenschen, für meine Mitbürger. Und ich war jetzt, widersprechen Sie ein bisschen selber. Sie haben gesagt, ich habe die Angst so ausweglos gemacht. Ich habe eben versucht, das, was uns da bedroht, so konkret zu beschreiben, dass vielleicht doch mal die Menschen anfangen, nicht nur betroffen zu sein und sich dann dem nächsten Punkt der Tagesordnung zuzuwenden, sondern zu erkennen, dass das die zentrale Frage beschreibt, ob die menschliche Geschichte überhaupt weitergeht, ob all die Dinge, über die wir uns sonst noch Sorgen machen, überhaupt stattfinden werden. Ich hoffe, damit, ich will nicht sagen, eine Majorität, so viele Menschen wie möglich, so zum Nachdenken zu bringen, dass sie nicht nur einsehen, was wir tun müssten, sondern dass sie sich auch motiviert werden, es konkret zu tun. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das Buch, wie gesagt, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, vom Heumann von Dietfurt. Vielen Dank.